Was kann man noch glauben? Hebräer 11, Verse 1 bis 3, neue evangelistische Übersetzung. Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Nicht wenige Menschen sagen und meinen, dass sie nur glauben, was sie sehen. Als Christ sage ich das manchmal auch, aber ich bleibe nicht dabei stehen. Ich bilde mir nicht ein, dass das Sichtbare immer der Wahrheit entspricht oder es außerhalb dieses Sichtbaren nicht doch auch echte Realitäten gibt. Wenn man sieht, was in Hollywood heute alles möglich und technisch am Computer machbar und umsetzbar ist, um es filmisch darzustellen, kommt man manchmal aus dem Staunen kaum noch heraus. Nichts ist unmöglich. Und wenn man das erkennt, fragt man sich nicht zu Unrecht, wo und wie werden die Menschen in boshafter und oft auch irreführender Weise im echten Leben manipuliert und verführt, und Fakten werden anders dargestellt, als sie der Realität entsprechen. Meinungen und Ansichten werden demgemäß heutzutage eher arglistig gemacht, als tatsächlich kompetent und wahrheitsgemäß offenbart und aufbereitet. Was kann man tatsächlich noch glauben? Was man sieht, das ist sozusagen durch die moderne Welt eher zu einer nebulösen Möglichkeit mutiert, als zu einer glaubhaften und ehrlichen Darlegung der Fakten. Tatsächliche und auch boshaft herbeigeführte Täuschungen im Leben sind demnach definitiv vorhanden und eben auch vor allem durch die Medien. Und diese Fake News unterscheiden sich manchmal kaum von den echten Neuigkeiten. Damit haben wir es heutzutage zu tun. Und ich vermute mal mehr, als wir wahrhaben wollen und manchmal auch ertragen können. Und dies geschieht nicht nur zu politischen Zwecken, zum Betrug und für Propaganda und um an das Geld anderer Leute zu kommen, sondern auch manchmal in Glaubensdingen. Da gibt es Menschen, die schlüpfen in die Rolle eines Christen und Diener Gottes, fragt sich eben nur, welchen Gottes bzw. in wessen Interesse und Auftrag. Viele kommen auch mit neuen Offenbarungen, weil ihnen anscheinend die Aussagen der Bibel nicht mehr genügen. Nicht umsonst warnt uns die Bibel in 2. Korinther 11, 13 bis 15, da heißt es: Denn diese Leute sind falsche Apostel, unehrliche Arbeiter, die sich freilich als Apostel von Christus ausgeben. Aber das ist kein Wunder, auch der Satan tarnt sich ja als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener mit der Maske von Dienern der Gerechtigkeit auftreten. Doch ihr Ende wird ihrem ganzen Tun entsprechen. Und manchmal ist es sogar so, dass diese Leute gar nicht bemerken wollen, dass sie vom Bösen instrumentalisiert werden und nicht der Wahrheit und Gerechtigkeit dienen, sondern der Lüge und der Ungerechtigkeit. Das führt dazu, dass solche vermeintlichen Gläubigen sich manchmal vehement dagegen wehren, wenn man sie als Irrlehrer und Verführer bezeichnet. Sie halten stur an, lügen fest und merken es nicht, selbst dann nicht, wenn man ihnen anhand der Bibel zu erklären versucht, dass ihre Botschaften hinten und vorne nicht stimmen können. Sie verkehren das Gute zum Bösen und umgekehrt und werfen denen, die sich allein an die Bibel halten, vor, Fanatiker und im negativen Sinne Fundamentalisten zu sein. Die Bibel als geistliche Autorität und Wort Gottes wird heutzutage relativiert oder ganz abgelehnt. Wer zum Beispiel glaubt, dass der Mensch von Adam und Eva abstammt und Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat, ist in den Augen mancher Pseudochristen naiv und ein verbohrter Kreationist. Gottes Wort hat vor solchen Leuten gewarnt. In 2. Timotheus 4,3 steht: Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen,
die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Das trifft voll und ganz auf unsere heutige Zeit zu. Was aber gesund sowie gerade, wahr und glaubwürdig ist, entscheidet nicht erst seit gestern die im Heiligen Geist verfasste Bibel in ihren inspirierten Aussagen und nicht irgendwelche humanistisch eingefärbten Esoteriker mit christlichem Anstrich und ihren fadenscheinigen und sogenannten Erkenntnissen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben ist in Person Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zur Vergebung der Sünden, der einzige Weg in den Himmel. Johannes 14,6. Und wir reden hier nicht von einem ehemaligen Weltverbesserer oder einem untergeordneten Propheten oder gar einem erschaffenen Engelwesen, sondern vom Sohn Gottes, Gott als Mensch, der sich freiwillig hingegeben hat, um am Kreuz zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Und das und nichts anderes ist der rettende Glaube. Aber selbst das wird durch den Zeitgeist relativiert. Absolutheitsansprüche will man im 21. Jahrhundert nicht hören und ertragen, selbst dann nicht, wenn es die reine Wahrheit ist. Alle dürfen Recht haben und jeder darf nach seiner eigenen Vorstellung selig werden, was auch immer er darunter versteht. Wer das so annimmt und darin beharrt, ist dem Teufel schon längst auf den Leim gegangen. Alles, was nicht dieses biblische Evangelium von Jesus Christus als alleinigen Erlöser und Weg in den Himmel zum Mittelpunkt hat und entsprechend verkündigt wird, ist eine Lüge und religiöser Irrglaube, der nicht zum Ziel führt, sondern in die ewige Verdammnis. Ein Glaube, der nicht vergibt und rettet, nämlich vor dem gerechten Zorn Gottes, ist tatsächlich überflüssig, absolut sinnlos und verkehrt. Diesen heilsnotwendigen Absolutheitsanspruch, den die Bibel in der Person Jesus Christus formuliert, einfordert und offenbart, lehnen leider viele ab. Schon der Statthalter Pontius Pilatus fragte seinerzeit achselzuckend: Was ist Wahrheit? Johannes 18,38. So genau wollte er es vermutlich gar nicht wissen. Und das ist heute ebenso. Man geht einfach davon aus, dass dies ja keiner wirklich wissen kann. Jeder hat seine eigene Wahrheit, seine subjektiven Wahrnehmungen und Vorstellungen. Und das, was man selbst glaubt, wird dann zum Maß aller Dinge. Man kann ja vieles so oder so sehen. Das mag vielleicht für manches in dieser Welt tatsächlich gelten, aber nicht in Bezug auf Gott und seine Gerechtigkeit und die Person Jesus Christus. Der Apostel Paulus schrieb in Galater 1, Vers 20: Was ich euch hier schreibe, ich versichere es euch vor Gott, ist die reine Wahrheit. Warum sollte man daran zweifeln? Warum um Gottes Willen? Und Jesus Christus selbst hat uns diese Wahrheit ebenfalls zugesagt und versichert, auch durch die Zeichen und Wunder, die er getan hat. In Johannes 10, Verse 37 und 38 sagte Jesus zu den Juden, die gegen ihn waren: Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, auf das ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Allem voran ist Jesus aber für die absolute Wahrheit eingestanden durch sein unschuldiges Opfer am Kreuz, zur Versöhnung der Menschen mit Gott. In 2. Korinther 5,19 steht: Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Und diese Botschaft ist genau das, was den Glauben ausmacht und beinhaltet und definiert und von uns geglaubt und zeugnishaft gelebt werden soll und darf und kann.
verkündigen wir die frohe Botschaft. Denn die Freude wird da sein, wenn wir die Liebe Gottes am Kreuz den Menschen, die daran glauben wollen, nahelegen und auch selbst immer wieder darüber froh und dankbar werden können, wenn wir im Laufe unseres Glaubenslebens mehr und mehr feststellen dürfen, wie nötig wir die Vergebung unserer Sünden brauchten und wie wunderbar es doch ist, mit Hoffnung und innerer Stärke im Heiligen Geist Gott jeden Tag etwas näher zu kommen und darauf zu warten, dass Jesus zurückkommt und uns zu sich holt, damit wir dort sind, wo er ist. Und dass diese Hoffnung, diese Freude, diesen Frieden mit anderen Gläubigen zu teilen, ist ein kleiner Vorgeschmack auf die Ewigkeit im Himmel. In diesem Sinne, Gott segne euch.